Mit diesem Parteitag starten wir in die heiße Phase des Wahlkampfs. Wir wollen Bayern regieren, weil wir dieses Land lieben. Und wir wollen Bayern regieren, weil nur die CSU in der Lage ist, den Erfolgsweg Bayerns in den nächsten Jahren fortzusetzen. Und liebe Freunde, unsere Gegner, sind sie nicht eine schillernde Chaostruppe, SPD, Linke, Grüne, Freie Wähler, sonstige zusammengefasst, sie können es nicht, weder einzeln noch zusammen. Und inhaltlich verbindet diese genannten Parteien doch nichts als die Gegnerschaft oder der Hass gegenüber der CSU. Das Destruktive hat keinen Boden für die Zukunft. Und deshalb gehen wir mit Selbstbewusstsein und hochmotiviert in diesen Wahlkampf hinein. Ich bin überzeugt, dass wir von den Bürgern einen klaren Regierungsauftrag für die Zukunft bekommen. Jetzt lese ich, dass sich der SPD-Vorsitzende Kurt Beck beschwert, die Kanzlerin würde ihm auch noch die letzte Butter vom Brot kratzen. Da kann ich nur sagen, es wäre doch gut, liebe Freunde, wenn die SPD überhaupt einmal Butter auf das Brot streichen würde. Inhaltlich bringt die SPD schon lange nichts mehr. Sie ist zerfleischt in Flügelkämpfen. Sie hat seit 2005 drei Vorsitzende verschlissen. Und deshalb ist ganz egal, wer Kanzlerkandidat der SPD wird. Die SPD ist ausgelaugt, sie ist gespalten, sie ist handlungsunfähig. Die SPD ist reif für die Opposition, liebe Freunde. Wir verhindern, dass SPD und Frau Schmidt das Gesundheitswesen verstaatlichen. Wir stehen zu den niedergelassenen Ärzten und wir stehen und garantieren die persönliche Betreuung der Menschen durch wohnortnahe Haus- und Fachärzte. Mit unserer Haltung haben wir dazu beigetragen, dass in der Gesundheitsreform in Sachen Konvergenz, auch in Sachen Honorarvolumen, Morbi-RSA und weiteres Fortschritte erreicht wurden und bayerische Interessen nachhaltig vertreten werden. Wir haben viel bewegt und wir erwarten dazu heute von unserer Kanzlerin weitere klare Aussagen. Und ich sage hier deutlich für die gesamte CSU, erst wenn alle Bedingungen stimmen, kann der Gesundheitsfonds gestartet werden, den wir nicht erfunden haben, liebe Freunde.